Ich komme aus einer Handballfamilie. Ich bin darum schon seit eh und je im Handballsport verankert. Ich habe aber erst im Sport der Jugendalter dann angefangen, aktiv Handball zu spielen. Und warum ich am Handball oder am Handballclub Rinthal treu geblieben bin, es ist sehr ein familiärer Verein. Man kennt sich, es ist ein Miteinander in diesem Verein. Und es haben sich auch in den letzten 13 Jahren extrem viele Freundschaften gebildet, die nebst dem Handball und dem Verein mich dazu bewogen haben, um am HC Rinthal treu zu bleiben. Wir haben das erste Mal in der Geschichte des HC Rinthal einen Aufstieg in die erste Liga bei den Herren. Wir haben einen Aufstieg bei der U17 in die Inter. Wir haben eine FU18-Mannschaft, die in den Finalspiel waren für die Inter. Und da sind wirklich Spielerinnen und Spieler dabei, die seit den Kids dabei sind und die ganze Stufe durchgemacht haben. Wir schauen, dass wir Jung und Alt in die Halle bringen. Das heisst, wir fangen bei den Kleinen an, bei den Kids, und probieren, dass wir die Familie rasch einbinden können im ganzen Verein. Sei es mit Brüdern, mit Schwestern, mit den Eltern, dass die uns helfen, dass die Jungen noch bei uns im Verein bleiben. Plus, dass auch die Eltern teilweise von den Aktivspielern und von den Aktivspielerinnen auch in der Halle sind und sie auch uns helfen in der Festwirtschaft. Und da, glaube ich, hilft uns sehr viel, dass wir auch in der Helferhalle sehr viele Leute bei uns haben. Am HC Rinthal gefällt mir vor allem, dass halt wir sind alle sehr nah zusammen. Das heisst, wir haben ein sehr gutes Vereinsleben. Wir sind sehr viele Mitglieder. Also von jung bis gross, alle sind dabei. Es ist immer ein sehr cooles Feeling, wenn man in der Halle ist zusammen, wenn wir Heimrunden haben. Es ist wirklich ein sehr familiäres Miteinander. Ja, also ich habe mit ca. 13 Jahren angefangen Handball zu spielen und bin dann eigentlich schon relativ früh, nach irgendwie 10-12 Jahren, als Trainerin angefragt worden. Ich habe dann U13 angefangen und bin dann weiter U17, wo die eigenen Kinder dann gekommen sind, hatte ich einen Unterbruch gehabt. Und bin jetzt wieder seit 12 Jahren, wo dann meine eigenen Kinder eigentlich so ins Alter vom Kinderturnen gekommen sind, haben wir angefangen mit Kids starten und bis hier auf U9, U11, U14 Mädchen, U16 Mädchen bis U18 Mädchen, die ich jetzt auch trainiere, habe ich eigentlich so weitergemacht. Aufs Handball bin ich auch wegen meinem Vater mit 5. Ich bin immer das Spiel von ihm schauen und nachher hat er irgendwann gesagt, ja, probier es mal im Training. Und dann habe ich es probiert und es hat mir gepasst bis heute. Ja, also das Training war gut aufgebaut von den Trainern. Man hat halt etwas gelernt und es war cool aufs Goal schießen. Und man hat auch Kollegen im Handball gefunden. Und da haben wir sicher gelernt im HC Rindl, dass es miteinander geht. Und wenn jeder probiert, irgendetwas zu machen, unorganisiert und so, das funktioniert nicht ganz. Und das funktioniert eben auch in der Schule nicht und auch in der Verwaltung nicht. Jetzt, wir haben es da ja seit langem geschafft, Inter zu spielen. Also das erste Mal, seit ich Präsident bin. Ein riesen Erfolg für die U17, Inter zu spielen gegen grosse Namen wie Kadetten Schaffhausen, Pfadi Winterthur, wo sich die Leute nur immer an Träume haben, die Kinder, und die haben einen riesen Stolz und das ist auch schön so. Und natürlich dann weiter oben. Man sieht mal, wir sind in den Aufstiegsspiel gewesen. Wir sind zweimal Erster geworden und dann ist die Saison abgebrochen worden in der zweiten Liga im Herren 1. Wir haben es dann dieses Jahr wie unverhofft gleich noch geschafft in das Aufstiegsspiel. Wir haben 9 Spiele am Stück gewonnen. Wir haben dann noch unentschieden hinten angehauen und haben dann das Aufstiegsspiel am Schluss als Gewinner, also als erster Platzierter von der Runde der verloren, das Feld. Und ja, es ist ein riesen Erfolg, Erstliga zu spielen. Und das Zweite gerade hinten angeschoben. Wir haben die zweite Mannschaft, die uns wichtig war, die heute, ich sage jetzt, ein wichtiger Puzzleteil ist für uns, war als Verein. Und zwar bewusst, weil wir die Jungen nachgenommen haben, auch von der U17, vom Herren 3. Jetzt ist Herren 2 und mit dieser Mannschaft ebenfalls aufgestiegen sind in die Drittliga. Und können so jetzt auch den Junioren ein besseres Update bieten, für, vom Ganzen her gesehen. Weil wir spielen jetzt nicht nur Viertliga und Erstliga, sondern wir spielen jetzt Viertliga, Drittliga und Erstliga. Und das ist sicher ein Riesenerfolg. Neben dem, dass auch die Frauen sehr super Saison gespielt haben, vor allem im Frauen 1. Und das zeigt einfach, wie breit dass wir aufgestellt sind. Und Erfolg kannst du feiern. Die Leute lesen in den Zeitungen, sie sehen es in den Medien. Das ist einfach heute das A und das O. Und wenn dann noch jemand Auskunft geben kann, das ist heute, ich sage jetzt, die Erfolgsstory von uns. Dass wir auf und an stehen und mit den Leuten reden und erklären und machen und tun. Und da ist sicher der Juniorenbereich sehr stark bei uns. Und langsam sind wir auch im Aktivbereich in der Organisation so weit. Wir haben ein bisschen gebraucht. Weil wenn ein Verein wächst, das ist eine Art, ja, das, was alle merken, die Organisation muss dann auch wachsen. Und das war heute unser grösstes Problem gewesen. Am Anfang noch, wir sind viel zu viele Einzelkämpfer gewesen und langsam sind wir auch so aufgestellt, dass man sagen kann, du,
wir wissen, wo hin. Und nicht alles macht der gleich. Da ist sicher am Anfang zu viel an gewissen Positionen gegangen und jetzt haben wir es ein bisschen mehr auf die Schulter verteilen können.